Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Summer in Mara. Ja, wir haben in der letzten Folge ordentlich was erlebt, haben Ressourcen bekommen, hier Dünger zum Beispiel, und wir haben Rezepte für Dünger bekommen, wir haben auch Pflanzenölrezept bekommen und müssen jetzt auf die Sonnenblumen warten, was leider noch einen Tag dauert, aber na gut, dann ist das so. Damit müssen wir klarkommen. So, mehr ernten kann ich gerade nicht. Die Sonnenblumen werden wenigstens am nächsten Tag dann fertig. Ach doch, ernten kann ich noch den Mais. Dann werden wir den Mais auch noch mitnehmen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, Dünger haben wir bekommen, Sonnenblumenöl können wir jetzt herstellen. Jetzt müssen wir halt bloß gucken, wie wir das alles hier so vorantreiben. Jetzt müssen wir erstmal, ich bleibe diesmal auf der Insel erstmal und schaue mich hier ein bisschen um. Vielleicht kann ich auch mal bald wieder angeln. Wäre ja auch mal eine schöne Idee, wieder ein bisschen Fische angeln. So. Ach, das Kraut nehmen wir doch gerne. Aber die Fische sind immer noch nicht da. Gibt's ja nicht. Möwen sind hier. Die freuen sich immer über Fisch oder Muscheln. Je nachdem. So, haben wir hier Fische? Ist auch nichts. Es kann doch nicht sein, dass alle Fische weg sind. Dass hier ja nicht mehr kommt. Aber ich mag doch Fisch. Und gucken wir mal da hinten noch, da ist ja noch einmal so ein Angelplatz. Schauen wir mal, ob wir da Fisch kriegen. Wenn nicht, dann fahre ich vielleicht doch schon mal in die Stadt nochmal. Hey, geil, das brauchen wir. Also, jetzt nicht unbedingt, aber es gibt keine großen Fische mehr. Ja, gut. Da war doch ein Rezept, wofür ich das brauche. Welches war denn? Das war das Dünger? Ne, das war nicht Dünger, oder? Müssen wir mal gucken nochmal. Bevor ich rüberfahre. Obwohl. Ob ich rüberfahre nochmal? Ja, doch. Ich müsste nochmal rüberfahren können. Werkstatt. Ja, für Dünger. Okay. Können wir zweimal Dünger herstellen? Na, dann machen wir das doch. Zack. Und Dünger hergestellt. Ah, okay, jetzt haben wir hier die Säcke, dann schleppen wir die nicht jedes Mal mit uns mit. Ist auch gut. Wenigstens können wir uns jetzt selber herstellen hier. So, na gut, dann fahren wir halt doch nochmal rüber. Hier ist ja nicht viel zu machen eigentlich. Eigentlich gar nichts. Deswegen wäre es ja langweilig, wenn wir nur die ganze Zeit jetzt auf der Insel sitzen hier und nichts machen. So können wir da drüben ein bisschen was machen, vielleicht auch verkaufen nochmal. Geld brauchen wir ja ein bisschen. Vor allem auch für den fürs Modellboot 2500, glaube ich, waren das oder so, was wir brauchen. Für Caleb. Der will ja unbedingt dieses Modellboot haben. Ah, der Rochen wieder. So. Und da wären wir auch schon wieder angekommen in Kales. Gut, ja. Eigentlich müssten wir noch die Krabben suchen hier. Aber ich finde eigentlich, also soweit habe ich keine Krabben mehr gefunden. Das waren ja nur wirklich die 3 Krabben, vielleicht die, also wenn es 3 Krabben waren. Ja, das hier war eine. Das war die erste Krabbe, die ich hier gefunden hatte. So. Was ist das denn für eine? Entschuldige, könntest du mir eben helfen? Deine Haare sind wirklich toll. Oh, vielen Dank. Ich habe darüber nachgedacht, mir ein paar Strähnchen färben zu lassen. Ich bin Moon von den Space Rangers. Ich bin gerade auf Urlaubsreise, aber ich befürchte, ich habe meinen Reiserucksack verloren. Keine Sorge, ich werde ihn für dich finden.
Ich glaube, das Katzenkind hat ihn gestohlen. Es sind keine wichtigen Dinge im Rucksack, nur meine Kleidung, aber ich würde ihn trotzdem gerne zurückhaben. Natürlich, ich werde sie sofort danach fragen. Ach, Mario, warum klaust du? Also echt. Kannst doch nicht machen. Klauen ist doch nicht schön. Sowas macht man nicht. Da ist eine Muschel, die nehmen wir zuerst mal mit. Und da ist nochmal so eine Krabbe. Ja, die hatten wir schon. Ah, okay, da ist so ein Häkchen auch drüber, wenn wir die schon haben. Alles klar. Hier ist Ruffy wieder. In weiblich und grün, glaube ich, wenn es weiblich ist. Auf jeden Fall in grün. So. Okay, hier ist auch eine Angelstelle. Hey, geil. Den Wurm haben wir ja sogar. Ein Zander. Nicht schlecht. Vielleicht können wir den ja auch verkaufen. Für gutes Geld. Und wieder einer. Und nochmal. Sehr gut. Drei Zander gefangen. Mal schauen, was wir dafür kriegen. Also erstmal ein Geld und später kriegen wir bestimmt auch Rezepte dafür. Aber das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. So, da ist noch eine Krabbe. Und die hatten wir auch schon. So, dann fehlen noch zwei Krabben, aber ich weiß echt nicht, wo die sind. Die können sich ja nicht hier irgendwie verlaufen haben. Vor allem nicht hier auf dem Land. Glaube ich nicht. Ah, okay, hier zeltet einer. Sogar einer anwesend. Ach, das ist Onzo. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, Schokolade. Schweinerei. Der hat Schokolade hier bunkert hier. Was ist denn das für einer? Der bunkert hier eiskalt Schokolade. Oh, hier gibt es auch Fische, okay. Ei. Was gibt's denn hier Schönes? Das sind Aale, oder? Ein Wels. Okay. Nehme ich. Wälze nehme ich doch auch gern mit. Die bringen bestimmt auch noch ein bisschen Geld ein. So, sehr schön. Haben wir dreimal einen Wälz bekommen. Oh, da ist sogar noch einer drin. Doch, da war doch noch einer. Okay, ist er weg. Gut, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwo Krabben finden. Was ich aber irgendwie bezweifle. Hier oben zumindest. So, das ist das, genau. Von da unten kamen wir ja. Ja, wie gesagt, zwei Krabben fehlen noch. Und das ist sau schwer, die beiden zu finden. Vielleicht läuft der hier auch eine rundherum. Im Schuppen. Hier ist eine glatte Stelle, okay. Ein rosa Häschen. Sah jedenfalls aus wie rosa Häschen, ist aber ein weißes. So, kommen wir nicht rüber. Dann werden wir mal kurz hier so reingehen. Da liegt doch ein Apfel. Nehmen wir gerne mit. So. Aber Krabben findet man echt nur die drei. Andere habe ich, wie gesagt, nicht gefunden. Nirgends. Bisher. Und ich weiß ja nicht mal, wo die überall sind. Die könnten überall sein. Was ist das Problem? Aber auf der Insel? Keine Ahnung.
Müsste ich mal sein. Müsste ich mal schauen. Ich darf hier nicht schlafen, aber es ist so gemütlich. Dann schlaf doch. So. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir zurück zur Insel erstmal. Was anderes können wir gerade nicht machen hier. Ja. Die Krabbensuche muss ich erstmal aufgeben weiter. Ach, noch. Mario, hast du den Rucksack von dem Mädchen am Strand gestohlen? Ich? Ich würde so etwas niemals tun. Bist du sicher? Nun, jetzt wo du fragst. Ich habe tatsächlich einen Rucksack gefunden. Er lag einfach so herum. Ich habe ihn vergraben. Das war irgendwo in der Nähe des Anwesens. Aber du wirst eine Schaufel brauchen. Na, dann weiß ich ja schon, wo das ist. Benutze die Schaufel in der Nähe des Anwesens. Okay. Schaufel haben wir? Nein. Okay, die müssen wir uns auch erst herstellen. Dann ist das so. Dann passt es ja, dass wir Zeug wollen noch zu unserer Insel. Dann können wir auch Sonnenblumen ernten am nächsten Tag und auch das dann abgeben alles. So, ab aufs Schiff. Und ab nach Hause. Los geht's. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Vor allen Dingen bei diesem schönen Himmel. Wolken am Horizont und der offene Himmel hier. So, und da wären wir auch schon wieder bei unserer Heimatinsel angekommen. Ist halb 10 schon durch. Gleich. Nicht schlecht. Zeit vergeht ja aber auch. Dann gehen wir mal nach Hause und gucken mal, wie es hier so aussieht. Das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Komm schon, die Orangen nehmen wir auch noch mit. Können wir erstmal schön Obst ernten hier noch. Wenn nicht, verkaufe ich einfach nur das Obst schon alleine, weil das bringt zwar nicht viel Geld, aber immerhin etwas. Okay, mehr ist hier nicht. Da vorne gehe ich jetzt nicht gucken. Hier ist noch ein Baum, den nehmen wir auch noch mit. So, 12 Orangen immerhin. So. Kirschen haben wir, glaube ich. Oder? Nee, sah bloß so aus. Hier haben wir Kirschen. Nehmen wir mit. Was mit dem Baum? Der trägt hier ja nichts, glaube ich. Egal. Gehen wir erstmal pennen. Oder wollen wir erstmal was herstellen noch schnell? Brauchen wir hier, also das brauchen wir. Das dauert noch und die Schaufel dafür brauchen wir Holz. Okay, das machen wir am nächsten Tag. Also gehen wir erstmal schlafen. So, und damit ist auch diese Folge wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Wir werden noch sehr viel erleben und sehr viel Spaß haben bestimmt. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank und bis bald. Ciao.